mir so ein paar Fragen zugeschickt bekommen von Tennisnet und die würde ich dir einfach stellen. Hier fragt der Erste, woher du so gut Deutsch sprichst, woher du deine Deutschkenntnisse hast. Ich habe studiert in die Universität Geschichte studiert. Ich war nicht so gut studieren. So habe ich nicht beendet. Und dort habe ich einen Kurs gemacht und nachher, man sagt in Deutschland, dass Mallorca ist die Nummer, weiß ich nicht, von Deutschland. No? Das ist also, ja, dann es gibt viele Deutsche dort und ich habe Tennis mit den Leuten gemacht und habe ich mehr Praxis gemacht und noch hatte ich eine deutsche Freundin. Einige Jahre von Kutzhafen, aber mit ihr habe ich immer Französisch geredet. Französisch oder nichts? Der nächste Frage. Sie trainieren Ihren Neffen Raphael seit dessen 4. Lebensjahr. Haben Sie den schönsten Job der Welt? No, aber ich habe einen guten Job. Weil es ist etwas schlecht zu sagen, weil es ist mein Neffe. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele Spieler, die haben so viel Respekt für die Coaches wie mein Neffe. Nicht nur mit mir, aber er hat einen großen Respekt mit seinem Physio, Physical Training für alle Leute. Und das ist wichtig und macht die Arbeit viel einfacher für mich und vor allem viel einfacher für ihn. Ich glaube, dass die Probleme, dass wir haben, die Coach haben, ist, wir bekommen das Geld von den Spielern. No? Und wenn ein Zahl, ein ist der Chef. Und das ist ein Problem, weil nachher, manchmal, ich habe das gesehen, oft in der ATP-Circuit, die Coaches sind Dienst. Sind die Angestellten? Wie sind die Kellner. Angestellten des Spielers? Ja. Sind die Bediensteten? Ja, jetzt Wasser, der ist lege dort, das. Das will ich nicht machen und ich glaube, es ist besser für die Coach nicht das machen, weil es ist schwierig, dass du hast einen guten Respekt vor deinen Spielern, wenn du machst, was du musst nicht machen. Ich habe oft gesehen, Leute, die sagen, ein Wasser, geh du. Und ich habe das Glück, dass das ist niemals passiert mit Raphael. Und ich habe eine gute Arbeit für das.